Scheißt euch nicht ein, ich kann Deutsch. Einige sehen mich an und denken sich, boah, hat Faisal Kawusi bei Let's Dance abgenommen. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Vater ist Iraner, meine Mutter ist Türkin, ich bin Helmut Steierwald. Helmut Steierwald ist ein Künstlername, lasst euch nicht täuschen. Ich bin meiner Herkunft nach so undeutsch, nicht mal Boateng will mich in seiner Nachbarschaft haben. Hey, ich bin gut integriert. Ich mache jetzt auch bei Schützenvereinsfesten mit, als Ziel. Ja, und Helmut Steierwald, das ist mir so eingefallen, so wie die Boxlegende Muhammad Ali, jetzt auch nicht Muhammad Ali hieß, sondern Cassius Clay, und sich erst nach seinem Besuch in Mekka in Muhammad Ali umbenannt hat, so habe ich mich nach meinem allerersten Gelage im Münchner Hofbräuhaus spontan in Helmut Steierwald umbenannt. Am Tresen gesessen und mein absolutes Lieblingsbier gesoffen, Rauchbier, drei Maß hätte ich mich auch in Helmut Reierbald umbenennen können. Ja, aber Rauchbier, das erkläre ich euch, das ist eine ganz besondere kulinarische Perversion. Das ist im Wesentlichen ein alkoholisches Getränk, das infolge der Rauchbehandlung nach geräuchertem Schinken schmeckt. Das ist in der Kombination, in kulinarischer Hinsicht, die ultimative anti-islamistische Kampfansage. Ja, also, ich komme ja aus Bayern, aus Franken genauer gesagt, und meine Leistungskurve in puncto Integration erreichte ihren absoluten Höhepunkt, als mir auf einer Party der Jungen Union ein CSU-Mitglied den Beitritt in die Partei angeboten hat. Also, yes! Der wusste nicht, dass ich kein Moslem war. Ja, der hielt mich für einen Moslem, also hat er erstmal ganz weltoffen mit mir geplaudert und meinte so ganz spontan, ja du, mir von der CSU, wir haben frei auch Moslems bei uns. Und ich sagte, ey, ich bin kein Moslem. Und er meinte, ja, umso besser. Bisschen unentspannt, also einer der CSUler, ich saß mit denen so beisammen und einer von denen meinte dann so ganz investigativ, weil er misstrauisch geworden ist, zu mir so, aha, und Sie sind also wirklich kein Moslem? Ich biss in eine Bockwurst und antwortete ganz sachlich, ich bin ein Schläfer, der sich sehr überwindet. Das ist der stärkste Gag, der macht normalerweise immer klar, so rabum. Ja, also ich bin ein Schläfer, der sich sehr überwindet. Weil pass auf, ich bin richtig aufgeschlossen allen Lebensmitteln gegenüber, Schweinefleisch, Bier. Das ist überhaupt kein Thema. Das kann ich mir von Berufswegen auch gar nicht anders leisten. Eigentlich bin ich nämlich studierter Lebensmittelchemiker. Also im Zeugnis nach bin ich staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker. Das ist die höchste Qualifikation, die du als Dönermann in Deutschland erreichen kannst. Da gibt noch so ein paar Ecken und Enden, wo ich aber immer wieder integrativ strauchele. Zum Beispiel ein Thema ist Weihnachten. Weihnachten ist immer so eine Jahreszeit, die für mich ganz problematisch ist, weil Weihnachten ist immer die Zeit, in der ich ganz oft gefragt werde, so, sag mal, feierst du eigentlich auch Weihnachten? Feierst du Weihnachten? Ich feiere Weihnachten, wie gesagt, ich bin kein Moslem. Ja, Weihnachten ist für mich das Fest der kulinarischen Eskalation. Den Satz, ich werde diesen Schoko-Weihnachtsmann nicht essen, bringe ich nicht über die Lippen, weil ich diesen Schoko-Weihnachtsmann im Mund habe. Als ich ein Schüler war, sagten meine Eltern zu mir, mach Abitur, dann stehen dir alle Türen offen. Ja, scheiß ich drauf, mir stehen auch alle Türen offen, wenn ich einen Adventskalender leer gefressen habe. Jedes Jahr die Frage, sag mal, feierst du Weihnachten? So, feierst du Weihnachten? Und die Frage an sich ist absolut legitim. Ja? Also, weil die Sache ist die, wie gesagt, meine Eltern sind keine Moslems. Ja? Meine Eltern provozieren Moslems gerne. Ne? Zum Beispiel, indem sie zu Beginn des islamischen Ramadanfestes jedes Jahr ein ungeschlechtes Schwein aus Massentierhaltung dem Donnergott Thor opfern. Aber jedes Jahr, wie gesagt, ja, feierst du Weihnachten? Und wie gesagt, also ich habe da kein Problem, aber so nach dem gefühlten 180. Mal, wenn du das gefragt hast, stehe ich einfach nur noch völlig ermüdet da und sage so, was, Weihnachten? Nee, du,
Nee, wir feiern nicht Weihnachten, wir feiern den 11. September. Da packt mein Vater immer einen Kranz aus, mit zwei Kerzen, die brennen. Ja, jetzt wird's ja eigentlich, ja. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin die Islamisierung des Abendlandes. Ja, aber jetzt, ich habe mich euch ja jetzt ein bisschen geöffnet, also ich kann jetzt auch mal richtig auspacken. Also Helmut Steierwald, ich habe mich im Wesentlichen so umbenannt, weil ich mit meinem bürgerlichen Namen sehr, sehr unzufrieden bin. Ja. Bürgerlich heiße ich nämlich nicht Helmut Steierwald, sondern Walter Wommersdorf. Ich heiße Emir. Emir. Emir ist ein im Nahen Osten ganz populärer Name, ja, bedeutet ins Deutsche übersetzt so viel wie Befehlshaber oder Gewaltherrscher. Nur das Sympathischste. Ist das so eine Message, die mir meine Eltern mit auf den Weg geben wollten, als sie mir den Namen gegeben haben? So soll aus mir jetzt ein Befehlshaber werden? Oder? Wenn alle Eltern ihre Kinder nach der Logik benennen, dann können Akademiker ihr Kind Doktor nennen. So. Oder Nazis ihr Kind Adolf. So. Ja. Unser Kind muss Adolf, ja toll, und Adolf ist jetzt 4. Ja, und Adolf hat jetzt schon ein beschissenes Leben, weil Adolf ein beschissener Name für ein Mädchen ist. Hier sehen wir die kleine Adolf am Anfang ihrer Pubertät. Mutter! Mutter! Ja, Adolf, ich blute! Oh, Adolf, hast du deine Tage? Ich habe meine Reichsparteitage! Naja. Ich habe einen sehr derben Humor, ja. Es wird schleichend besser, ja. Also, je länger ich auf Bühnen unterwegs werde, ich krieg so herzhubenhafte Anwandlungen mit der Zeit. Das ist ein bisschen früher, da stand ich auf der Straße noch ganz asozial, fuchtelte mit dem Butterfly-Messer und pöbelte Leute an so: Ah, bleib stehen, du Hurensohn! Heute stehe ich auf der Bühne, fuchtele mit den Armen und sage Dinge wie: Halt raus! Halt rein! Dirnenzögling! Ja, nee, aber ich mache mir so Gedanken in Bezug auf Erziehung oder sowas. Oder zum Beispiel, wenn ich irgendwann mal Vater bin, ja, gesetzt den Fall, ich heirate eine Deutsche. Okay, das muss man jetzt erstmal sacken lassen. Wie nennen wir unser gemeinsames Kind? Kriegt das Kind jetzt eher einen deutschen Namen oder doch eher einen nahöstlichen? Und ich habe eine Lösung gefunden, zumindest wenn es ein Junge wird. Pass auf, es gibt einen jungen Namen, der ist der Phonetik nach astrein türkisch. Da würdest du als Außenstehender sagen, jo, türkisch, läuft. Also mit dem Namen kommt der Junge in keine Diskothek rein, kann völlig knicken. Auf der anderen Seite ist der Name bedeutsam im Deutschen. Im Deutschen ist dieser Name eine Aufforderung. Also pass auf, ich nenne meinen Sohn nicht Peter, nicht Mustafa, sondern gönn dir. Ist ja nur scheiße, wenn ich meinen Sohn beim Namen ermahnen möchte, so wie man das klassischerweise macht. So Peter, Thomas, wenn ich meinen Sohn irgendwann mal mit Zigaretten und Alkohol erwischen, kann ich schlecht zu ihm sagen, gönn dir! Oder wer weiß, vielleicht werde ich so ein mega lässiger Vater und dann erwische ich meinen Sohn mit Zigaretten und Alkohol und dann drücke ich noch eine Kugel Eis in die Hand und sage, gönn dir. Ich weiß es noch nicht. Bin mir da noch unschlüssig. Aber ich frage mich, wie wird es meinem Kind mal später gehen? Weil also ich habe krasse Dinge erlebt in meiner jugendlichen Entwicklung. Das Heftigste war echt so die Pubertät. Weil also das war ich, ihr habt alle eine Pubertät durchlebt, aber bei mir war das mehr so eine Art Mutation. Also, ja, das Testosteron hat krass zugeschlagen. Ich dachte echt, sowas erleben sonst nur Leute irgendwie in Horrorfilmen, wenn Vollmond ist. Oder so. Und dann, die wundersame Zaubermacht der Hormone verwandelte Mädchen in Frauen, Knaben in Männer und mich in einen Berggorilla, Alter. Ich war 14, als ich eines Morgens mit einem monumentalen Salafistenvollbart in der Fresse aufgewacht bin. Ich war früher mal ein kahles, lichtscheues Meerschweinchen. Oh, und jetzt guck dir mal diese Scheiße hier an. Ja, jetzt
jetzt sind alle wach, ne? Also, so in der hintersten Reihe sehe ich so jemand so. Was ist passiert? Was hat er gemacht? Hä? Wo ist das Problem? Der hat ein schwarzes Unterhemd an. Ich war so verzweifelt in meiner Jugend. Ja, ich habe Dr. Sommer geschrieben. Ja, ich habe ihm geschrieben so, lieber Dr. Sommer, ist an mir alles ganz normal? Ich habe so Bilder oben ohne Bilder von mir ins Kuvert gesteckt. Und einige Tage später kam dann ein Schreiben zurück so, ja, an dir ist alles ganz normal. Schicker Pulli, welches Garten? Ich habe mich dann natürlich mal einer Waxing-Kur unterzogen. Ja. Also ich sag mal so, ich habe mir zuerst den Rücken mit Kaltwachsstreifen enthaaren lassen und den Hintern. Der Hintern war mir persönlich eine Herzensangelegenheit, weil ich wollte mich einfach mal in Leute hineinversetzen können, die sich morgens über zu kalte Klodeckel beschweren. Aber ich habe es kennengelernt, das ist die Hölle. Und ich, das war ganz komisch. Also vorne sah ich aus, als würde ich eine mattschwarze Kevlar-Weste tragen. Hinten, da war ich blitzblank, weiß, also ein Albino. Und im Profil sah ich aus wie so eine Milchschnitte, bei der man auf einer Seite den Schokodeckel abgenommen hat. Wanderer sind an mir vorbeigezogen, zeigten auf meine haarige Seite und sagten so, da ist Westen, guck, da musst du orientieren. Ne? So, hab ich mich umgedreht und so, was ist jetzt passiert, Alter, scheiße. Hä? Ja, aber da habe ich 2 Stunden abgewartet und da ist auch alles wieder nachgewachsen. Also ich konnte mich an diese neuen Gefühle gar nicht so richtig gewöhnen. Nee, also aber andere Dinge sind mir auch passiert. Zum Beispiel so meine allererste Begegnung mit Sex im Internet. Ja, ich war 10 Jahre alt. Da schallte dieser eine Gedanke durch mein Hirn so, oh, the time has come, ich möchte jetzt gerne masturbieren. So. Ich wusste nicht, was das war. Der Begriff kursierte bei uns so auf dem Pausenhof. Irgendwie war das Trend, okay? Ich wollte mich da anschließen. Also habe ich den Begriff Masturbation genommen und einfach mal flink in die Google-Suchleiste gekloppt. Und prompt habe ich auch ein Suchergebnis gekriegt, also eine 10-Schritte-Anleitung zur erfolgreichen Masturbation. Und ich habe mir gedacht, flink wie ich bin, das arbeite ich jetzt diszipliniert durch. So, Schritt 1, zieh dich aus. Okay. Schritt 2, leg dich aufs Bett. Okay. Schritt 3, beginne dich selbst zu betasten. Genieße die erotische Spannung zwischen dir und dir. Okay, irgendwie fühlt sich das eklig an. Ich habe dann weitergelesen, Schritt 4, da wurde es sehr konkret, weil Schritt 4 lautete, massiere jetzt mit kleinen kreisenden Bewegungen sachte deine Klitoris. Dieser Schritt hat mich vor technische Probleme gestellt. Also nur mal eine kleine Auffrischung. Mein Vater ist Iraner, meine Mutter ist Türkin. Die haben jetzt, sag ich mal, eher ein klassisches sexuelles Weltbild. Ja, da gibt es einen Mann, da gibt es eine Frau. Schluss. Komplizierter wird es nicht. Ja? Und wenn du in Anbetracht eines solchen sexuellen Weltbildes als 10-jähriger Junge auf deinen iranischen Vater zugehst und einfach so ohne Vorwarnung fragst, Papa, wo ist meine Klitoris? Es gibt Stress, ja, also mein Vater ist ein Intellektueller, der weiß, was eine Klitoris ist. Ja, hätte er es nicht gewusst, ich frage mich, was passiert wäre. Er hätte mich wahrscheinlich an der Hand genommen, mit zum Arzt geschliffen und nachgefragt, so, wo ist mein Sohn, sein Klitoris? Was? Warum, er hat kein Klitoris? Ist der behindert oder was? Muss ich auch drauf machen? Mein Sohn muss alles haben. Mein Sohn ist Befehlshaber. Er muss Rente oben. Er braucht alles dafür. Ja, ein Haus, ein Häfchen, ein Pferd und ein Klitoris. Ich runde die Story jetzt ganz kurz ab. Ich habe dann nochmal im Internet geguckt. Ich habe eine Masturbationsanleitung gefunden für Männer. Übersichtliche 3 Schritte diesmal. Ich rekapituliere das ganz kurz. Schritt 1, schiebe die Vorhaut nach vorne. Schritt 2, zieh sie wieder zurück. Schritt 3, fang wieder bei Schritt 1 an. Problem, ich bin beschnitten. Jo, Leute, ihr wart sehr stark. Vielen herzlichen Dank.